Ja, Leute, mein Unterwasserteil hat sich letztes Jahr im Sommer, im Spätsommer, ein Glück war es quasi der letzte Turn, den ich gemacht habe, verabschiedet. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes explodiert. Man sieht auch, dass das Getriebe hier unten ausgeschlagen hat. Es hat hier einen heftigen Riss reingerissen in die Gussschale. Auf beiden Seiten identisch. Das heißt, es hat wahrscheinlich irgendwie ausgeschlagen. Möglicherweise sind da die Kegellager hinüber. Ich weiß es nicht ganz genau. Es lässt sich auch nicht mehr drehen. Also es sitzt komplett fest. Ich habe auch nicht die Materialien bzw. die Werkzeuge, um das auseinanderzubauen. Da braucht man speziell Merkurwerkzeug. Das kostet über 100 Euro. Da braucht man sogar zwei Dinger. Also da bin ich viel zu viel Geld los. Ich werde das Ding aber dennoch nochmal in die Werkstatt bringen und die schauen sich das nochmal an. Vielleicht kann man da noch was retten und dann werde ich das vielleicht noch verkaufen. Aber in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich dieses Unterwasserteil gegen ein neues ausgetauscht habe, wie ich das ausgebaut habe, wie ich das eingebaut habe und was das für eins ist, denn das ist kein Original Mercury-Teil. Und ja, das könnte, glaube ich, für den einen oder anderen sehr interessant sein, der auf der Suche nach einer günstigen Alternative zu einem neuen, teuren Original Mercury-Unterwasserteil ist. Viel Spaß dabei! Ja, als erstes kommt der Propeller ab, den brauchen wir ja nochmal fürs neue Unterwasserteil. Dazu blockiere ich den einfach mit einem Stück Holz und kann ihn dann dementsprechend abschrauben. Und als nächstes folgen dann die sechs weiteren Schrauben des Motors fürs Unterwasserteil. Zwei hinten, einer oben, unten und dann eben die zwei seitlichen. Und dann natürlich, falls man ein Speedmesser hat, nicht vergessen, das Kabel zu trennen, weil sonst reißt man das auch noch mit ab. Und dann ist das Ganze frei, man muss nur noch aufpassen, dass es das nicht einmal auf den Fuß fällt und kann es dann vorsichtig rausziehen. So, ich habe jetzt mal mir die Mühe gemacht, die beiden Getriebe gegenüberzustellen, um jetzt mal zu zeigen, was das eigentlich für ein Getriebe ist, denn es ist kein Originalgetriebe von Mercury. Ein Originalgetriebe würde 2400 Euro kosten. Das hat mich jetzt 800 Euro gekostet. Import aus USA, Versand 150 Euro. Also das Ding habe ich für unter 1000 Euro bekommen. Die Marke ist SEI. Und die stellen sogenannte Aftermarket-Produkte her von allen sämtlichen Motorenherstellern, Mercury, Yamaha, die haben auch Stern Drive, also die haben auch Z-Antriebe, alles Mögliche von Bravo, XY, dass die alles herstellen. Und ja, wenn man die jetzt mal vergleicht, so das alte, hier sieht das neue aus. Für mich optisch kein Unterschied zu sehen. Das ist ziemlich wertig verarbeitet. Überall auch Dichtung angebracht, auch hierfür. Das sieht auch alles sehr hochwertig verarbeitet aus. Also so vom Äußeren her, auch von der Wasserpumpe her, sieht mir das wirklich sehr identisch aus. Dieses neue Getriebe ist komplett zusammengebaut, also da muss man wirklich nichts mehr dran machen. Wasserpumpe ist dabei, Getriebe ist eingebaut. Kegellager, alles Mögliche. Das Einzige, was nicht dabei ist, ist eben das Getriebeöl. Das muss man eben nachfüllen. Und was man eben braucht, ist auch hier diese Opferanode oder auch die Anoden, die hier reinkommen. Die muss man dann eben vom alten Teil nehmen. Oder auch wenn man hier so ein Speedometer hat, also so ein Geschwindigkeitsmesser, der dann eben hier drin war, den kannst du dann halt eben auch reinbauen. Das ist kein Problem. Oder halt eben die Schrauben, um das Ganze wieder zu befestigen. Dieses Wasserdurchführdings. Für die Impellerpumpe. Die ist mit dabei, die ist neu, das ist eigentlich ganz cool. Obwohl die alte hätte es auch noch getan. Dann dieses Führungsstück, was man benutzen muss für die Schaltung. Die muss man eben vom alten nehmen. Aber ansonsten ist das Ding schon völlig zusammengebaut, was ziemlich cool ist für den Preis. Ja, so, was ist jetzt nun der Haken an der Sache, dass das Ding für 800 Euro zu bekommen ist? Nun, das Ding ist eben das SEI, die ganzen Materialien eben in China herstellen lässt und das dann eben aber vor Ort in den USA zusammenbaut. Aber ich sag mal so, andere Autohersteller machen das auch nicht anders. Das ist halt immer so das Hauptargument, also qualitativ nicht hochwertig genug, nicht verglichen zu so einem Originalteil, das sagen immer viele in Foren, irgendwelche Experten. Oder die dann sagen, ah, da gibt es immer Probleme, das Ding ist ständig kaputt oder fliegt auseinander oder hält hohe Geschwindigkeiten, hohe Drehzahlen nicht aus. Kann alles stimmen, aber es gibt eben auch ja,
Experten oder Werkstätten, die eben auch schon damit gearbeitet haben und auch bei Kunden so ein Aftermarket-Produkt eingebaut haben, die haben gesagt, sie haben schon 10, 15 Stück von denen eingebaut und hatten nie Probleme damit. Ich denke, es hängt auch immer damit zusammen, wie man das benutzt und ob man sich auch wirklich an diese Break-in-Period handelt, hält und daran sich orientiert. Denn es steht ganz klar geschrieben, dass es die ersten 5 Stunden nicht über 3.500 Umdrehungen benutzt werden darf und die 5 bis 10 Stunden danach soll immer mal so in Schüben Vollgas gegeben werden und danach eben wieder unter 3.500. Und nach 10 bis 20 Stunden kann man dann eben zur normalen Operation übergehen. Das ist natürlich ein riesen Nachteil, sage ich mal, ne? Wenn du so ein normaler 0815 Bootsfahrer bist, so wie ich, dann ist es natürlich, dann kannst du dir vorstellen, wie schwierig es ist, 10 bis 20 Stunden da drauf zu kriegen. Da ist bei meisten oder bei den meisten ist da schon die halbe Saison dann weg. Man muss dazu sagen, wenn man Sachen austauscht, Impellerpumpe und so oder irgendwelche Teile innen drin, dann kann man originale Mercury-Produkte einsetzen, das ist kein Problem. Also wenn man einen neuen Impeller kauft, dann muss ich nicht immer von SEI das aus den USA bestellen, sondern kann es wirklich einfach, keine Ahnung, in Deutschland irgendwo bestellen. Ja, und falls das Ding dann doch mal Schrott gehen sollte, hat man darauf jeden Fall 3 Jahre Garantie drauf. Somit ist man abgesichert. Also ich habe auch im Internet gelesen, dass es damit keine Probleme gibt. Man muss sich halt nur darum zu, man muss halt nur zusehen, dass man das Ding wieder verschickt kriegt. Deswegen habe ich den Karton auch aufbewahrt, falls das Ding wirklich mal kaputt gehen sollte. Und dann muss ich es eben in die USA schicken für, keine Ahnung, 100 € oder so. Und dann reparieren die mir das für umsonst, und schicken es mir zurück. Das heißt, man hat trotzdem wahrscheinlich Kosten von, keine Ahnung, 200 € Versand oder so insgesamt. Aber es ist immer noch günstiger, als sich ein originales Produkt zu kaufen. Also es gibt 3 Jahre Garantie und so wie ich das im Internet gelesen habe und auch bei denen per E-Mail im E-Mail-Kontakt verstanden habe, gibt es da keine Probleme, dass das dann auch ausgetauscht werden kann. Ja, um das Unterwasserteil nun ordentlich installieren zu können, schalte ich das gerne in den Vorwärts- oder Rückwärtsgang, denn dadurch kann ich, wenn ich am Propellerschaft drehe, drehe ich auch den Driveshaft mit und dadurch kann ich die Splines dann perfekt ausrichten, damit sie auch zum Motor passen. Denn das ist meistens immer das große Problem, dass die Splines von dem Unterwasserteil nicht zu denen im Motor passen und dann ja, versuchen einige das mit Gewalt da reinzuknallen, die Schrauben festzuknallen und die Splines sind dann aber nicht richtig ausgerichtet. Ja, und dann hat man ein großes Desaster. Und wie man jetzt das Ganze in den Vorwärts- oder Rückwärtsgang schaltet, das möchte ich euch jetzt kurz hier in diesem kleinen Clip zeigen. Am Motor selber ist es natürlich eigentlich selbsterklärend, da schalte ich das Ding einfach in den Vorwärtsgang mit der Fernschaltung und dann hat sich das. Ich muss jetzt einfach an diesem Ding drehen. Dazu nehme ich mir einfach den passenden Schraubenschlüssel und drehe einfach ganz vorsichtig jetzt im Uhrzeigersinn und drehe dabei noch an dem Driveshaft, um das Ganze flüssig einrasten zu lassen. Zack. Drin. Und jetzt dreht sich der Propellerschaft mit. Ja, für die Installation nutze ich so einen Ratschengurt, der hält mir das Unterwasserteil schön in Position, sodass ich dann eben alles schön ausrichten kann. Vor allem den Geschwindigkeitsschlauch und auch diesen Schaltkranz, die sind meistens ziemlich schwierig auszurichten und so kann ich ganz in Ruhe alles durchchecken und schauen, dass alles passt. Und dann kommt eben meine Idee mit diesem Schaltvorgang ins Spiel, denn nun kann ich durch leichtes Rotieren des Schaftes eben ja die Splines richtig ausrichten. Ja, wie man eben sah, war das wirklich nur ein minimales Rotieren, denn diese Splines sind ja wirklich eng beieinander. Das heißt, wir reden hier nur so von Millimeter oder zwei, die man da eben rotieren muss. Und dann ist das Ganze auch schon ausgerichtet und man kann es eben weiter ranziehen. Ich musste hier eben nur leider ein Video aus dem letzten Jahr nehmen, denn ich hatte irgendwie das nicht mehr auf Band, wo ich an dem neuen Unterwasserteil das auch so mache. Keine Ahnung wieso. Aber ja, für die Idee bzw. fürs Prinzip hat man das ja eben eigentlich, denke ich mal, recht gut gesehen, dass man durch dieses kleine Rotieren dann eben ja dieses letzte Einrasten bekommt, um es dann nach oben hin reinzuschieben. Ja, vielleicht ist der ein oder andere ja auch schon mal auf diese Aftermarket-Produkte von SEI gestoßen. Wenn dem so ist, vielleicht kann dann der oder diejenige mal ihre Erfahrungen hier teilen, das in die Kommentare schreiben, damit auch andere davon profitieren können. Denn im deutschsprachigen Raum bin ich mir gar nicht so sicher, ob das schon so viele probiert haben mit diesem Ding und ob da viele Erfahrungen haben. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es mit meinem gelaufen ist. Also ich werde jetzt mal gucken, wie auch die Situation gerade es zulässt, wo man mal aufs Wasser kann.
Das Ding auf jeden Fall testen und hoffentlich diese 10 Einlaufstunden so schnell wie möglich abspulen und auch dementsprechend dann berichten, was passiert ist, ob mir das Ding auch explodiert ist oder ob ich gar keine Probleme damit hatte. Und ja, das dauert aber noch ein bisschen, denn ich bin auch noch gerade am Boot zugange. Ich mache dort gerade das Unterwasserschiff neu. Ich muss leider auch das ganze Stringer-System neu machen und dazu sind auch schon ein paar Videos im Gange. Und wenn euch das interessiert, auf jeden Fall dranbleiben. Zumindest das Unterwasserschiff ist schon fertig. Das werde ich nächste Woche wahrscheinlich dann online stellen in mehreren Teilen und dann mache ich mich erstmal ans Stringer-System und dann kann ich hoffentlich so ab, ich tippe mal so Anfang Mai, Mitte Mai dann mal, wenn es dann wirklich losgeht aus Wasser und dann auch dieses Teil hier testen. Aber eins nach dem anderen und ja, bleibt dabei und bis zum nächsten Video.